Moin Moin, herzlich willkommen zu Folge 3 des Let's Learn EQ Jug. Anscheinend hat OBS sich gedacht, schlucke ich mal den kompletten fünften Akt, weil er nicht aufgehört hat zu recorden, konnte nichts machen, OBS hat die Datei nicht abgespeichert. Herrlich. Naja, machen wir in Akt 6 weiter. Was hat sich geändert? Ich habe diese Axt gecraftet mit dem IPD-Rezept. Ist ziemlich gut, aber ich habe gerade eine bessere gefunden. Das heißt, ich werde die gleich austauschen. Ansonsten nichts Großartiges. Ich habe jetzt Warlord's Mark an Blasphemy dran. Ist ziemlich praktisch. Ich habe hier die Links an Ancestral Warchief, Added Fire, Melee Physical, Conk Effect. Der macht ziemlich gut Schaden. Und ansonsten hat sich eigentlich nichts verändert. Nichts verpasst. Trifft sich ganz gut, weil den Kitaba-Kampf habe ich auch ziemlich grottig gespielt. Brauchte gar nicht sehen. Aber ich bin zumindest nicht gestorben. So, wie kriegen wir das hier jetzt vernünftig hin? So, unser Ancestral Warchief bleibt drin. Melee Physical bleibt drin. Die kommen erstmal raus. Und ich denke, ich werde einfach Blind reinnehmen für den Grünen. Ich werde Added Fire mal weiter leveln. Wo gibt's Blind auch noch? Komm mal. Nachgucken. Blind PoE. Was? Blind Support. Oh, Akt 1. Ich meine, wir haben zwar eine Stib Knight, aber wenn auch noch der Ancestral Warchief da ist, macht das das Ganze noch ein bisschen einfacher. So, Blind Support. Und dann machen wir. Ah ja, Mudflats wollen wir weitermachen. Da habe ich mich nur rausgeportet wegen der Waffe. Wie viel Damage macht die jetzt? Ah, 1200, ist in Ordnung. Ach ja, es macht Spaß, Melee-Build zu spielen. Vor allem, wenn man auch noch Delay-Melee-Builds spielt, wie Earthquake oder Molten Strike. Mal. Das ist Tor, oder? Das ist nicht Nessa. Ja, das ist Tor. Ganz schön weit oben. Holy shit.
Ach ja, man kann von Totems ja nicht leechen. Herrlich. Man kommt einfach nicht weg mit Zweihandwaffen. Es ist so dumm, Mann. Nicht nur, dass sie weniger Schaden machen als Einhandwaffen. Man kann auch nicht dodgen. Das ist ein Witz, wie schlecht die sind in diesem Spiel. Vor allem am Anfang. Die sind gut. Die sind sogar besser als die da. Obwohl die schon gut gerollt sind. Was habe ich denn für Resis? Nicht mal capped. Nicht gut. Naja, ich habe ja noch gar kein Portal-Game. Ich drück Leertaste, warte darauf, dass Portal aufgeht. Passiert nichts. Verdammt. Wie gut ist denn der gerollt, dass er da 4 Chaos für ausgeben will? Oh, recht gut. Oh. Nice. So, was machen wir hier mit? Erstmal Roll 64 Int und Level 47. Ich glaube, ich werde einfach die 30er Note mitnehmen. Werde ich in Zukunft eh gebrauchen. Zack. Haben wir das schon mal geregelt? Jetzt brauchen wir nur noch Level 47. Oh, ist noch 3 Level hin.
Von Pack zu Pack. So, weiter hierhin. Oh, die nächsten zwei Punkte sind wieder zwei sehr gute Live-Notes. Jetzt dahin weiter. Oder ist das hier eine Riesensackgasse? Scheiße, das sieht so aus wie eine Riesensackgasse. Hier geht's auch nicht lang, oder? Oh Mann. Ich hätte auch nichts dagegen, mal eine gelbe Zweihandwaffe zu finden. Ganz ehrlich. Ich finde etliche gelbe Einhandwaffen. Aber keine Zweihandwaffe. Und wenn, dann nur Schwerter. Und Schwerter kann ich nicht gebrauchen. Oh boy. Der hat Leeches live, aber das ist gut, weil gegen mich kann er kein live leechen. Wegen diesem einem Live-Cluster da. Sonst wäre der ziemlich nervig gewesen. Ja, gelbes Schwert.
Ah ne, ist ein Einhandschwert, natürlich. So. Was haben wir aufgesammelt? Nichts. Weil der ist ziemlich gut. 25 Resi. Im Vergleich zu 11. Life ist natürlich auch Müll. Aber ich brauche den mindestens als 3-Link hier. Den kann ich sonst nirgendwo unterbringen. Doch, ich könnte den hier unterbringen. Und dann fehlt mir der Ancestral Warchief Damage. Das ist auch wieder scheiße. Uh. 44 Resi. Aber kein Life, ne? Blind hilft bei Brutus natürlich auch enorm. Ah, shit. Weil den meisten Schaden macht er durch seine Auto-Attacks. Ich kriege einfach keinen Schaden auf die Chevron. Gute Zweihandwaffe. Eventuell auch gute Zweihandwaffe. Nope. Lightning Damage. Natürlich. Dann gibt es jetzt ein Item. Was nehmen wir denn? Wir nehmen hier einfach mal diesen hier. Der ist am flexibelsten. Und der ist crap. Wir können jetzt das Ding anlegen. Aber der ist schlechter als das Teil hier natürlich. Also weg damit. Hier in dieser Zone immer nach den Klippen Ausschau halten. Oh, die könnte gut sein. Weil da, wo die Klippen sind, geht es dann weiter, ne? Da ist dann irgendwo hier der Durchgang. Oh, Arcanist. Da war ich gefreezed, aber ich hatte natürlich mein Totem draußen. Und die Stipnite Flask. Dadurch haben mich die Gegner gar nicht erst getroffen.
Okay, da ist Nessa. Yo, what the fuck? Warum machen die so viel Schaden? Dass er auch nie geblindet ist, ne? Einfach mal Stipnite Flask ziehen. Jo, Zweihandwaffe, Schwert. Juhu. Skillpunkt abholen, dicke Life Note einsammeln. Life Regen, sehr gut. 60 Life, 22 Stärke. Ist auch nicht schlecht, ne? Okay. Aber was mache ich mit meinem hier? Kein Platz für den Vorlink. Weiter geht's. Ich meine, ich bin Jug. Ich habe recht viel fürs Damage Reduction. Ich sollte nach Akt 6 eigentlich so in der Lage sein, ins Lab zu gehen. Rislatha wird nervig.
So, Roslathas Eingang ist eigentlich immer auf der rechten Seite. Oh mein Gott. Fängt er direkt da mal an mit dieser Scheiße. Man ist so langsam, ja. Wo kriege ich überhaupt den ganzen Schaden her? Ich werde doch überhaupt nicht von dem Volley getroffen. Meine Güte. Warum macht das auf einmal alles so viel Schaden? Ich habe eigentlich super viel Life Regen. Ich habe super viel Life Leech. Ich bin Jacques. Ich sterbe trotzdem die ganze Zeit. Mysteriös. Diese komischen Pflanzen-Explosionen können doch nicht so viel Schaden verursachen. Skillpunkt. Stay sharp out there. So, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Leech. Und dann können wir Warlord's Mark tauschen gegen Vulnerability. Vielleicht auch Enfeeble. Bin mir noch nicht sicher, weil ich kriege ziemlich viel Schaden aktuell noch.
Wie viele Punkte brauche ich denn da jetzt noch für? Einen. Okay, das Level kriegen wir gleich voll. Und dann können wir ein paar Sachen tauschen. Einhandachs. Wow, Sackgasse? Mann, oh Mann. Boy. Sag mir nicht, dass es da oben lang geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wattnetzzone, ja. So, hier gibt es jetzt Level Up. Und dann, bevor wir zum Brine King gehen, machen wir unsere Curses dann erstmal wieder richtig. Und ich hoffe mal, die 0,4% reichen für Mana Leech. Ich bezweifle es noch, weil ich habe aktuell... ...2%. Und dann habe ich nur noch ein Fünftel von dem Mana Leech. Das ist halt ziemlich wenig. Aber... ...wenn ich mit Vulnerability spiele... ...habe ich natürlich einen Haufen mehr Schaden. Das heißt... ...es gleicht sich halbwegs wieder aus.
glaube, wenn der gut rollt, also mit Fist und Attack Speed, dann kann der mehr DPS kriegen als die Waffe, die ich jetzt habe. Was kann die überhaupt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Soll mitnehmen, vielleicht ist sie ja gut. Mein Helm ist nämlich ziemlich scheiße. Mana Leech. Huh. Leider nur Fizz Hybrid gerollt, ne? Aber nicht den guten Fizz. Oh Mann. Also nicht so gut wie die hier. Schade. Naja. Was will's machen? So, was kann die? Blood Magic. Lightning Resist. Nee, Lightning Damage und Lightning Resistance. Ist gar nicht so schlecht. Und der ist auch nicht schlecht. Huh. Life und Lightning Res. Fehlen die Sockel, ne? Sie mal aufbewahren. Vielleicht kann ich die nochmal gebrauchen. Was wir aber jetzt erstmal machen, ist zurückgehen. Und das hier fixen. So, Warlord's Mark sollten wir nicht mehr gebrauchen können. Und Blasphemy auch nicht. Wir werden jetzt mit Hatred spielen. Für Hatred habe ich den Sockel nicht. Dazu muss Blind raus. Akt 3. Jetzt habe ich noch weniger Mana als vorher. Also weniger unreserved. Aber wir spielen jetzt mit Castman Damage Taken. Und da es gerade ganz gut passt, werde ich mit Enfeeble spielen. Weil auf Nummer sicher gehen. Keine Lust zu sterben. War schon knapp genug die ganze Zeit hier. So, ein Fiebel. Zack. Und dann können wir hier weitermachen. So, und jetzt passt das hoffentlich. Oh, oh. Blind sei Dank. Oh, der Slow ist so nervig. Ich muss höllisch aufpassen auf diese Stone Golems. Wobei die mit diesem Bild nicht allzu gefährlich sind, weil das halt Fist Damage ist, was die machen. Und ich bin halt ziemlich immun gegen Fist Damage. Der Brian King hingegen, der kann mir wieder gefährlich werden, weil der macht halt viel Lightning Damage und Cold Damage. Ich glaube, diese komischen Zonen auf dem Boden sind Lightning Damage. Enfeeble kann ich noch leveln. Warte mal, hier geht's glaube ich nicht lang.
Oder geht's da doch lang? Ups. Bin ich schon in der zweiten Hälfte? Naja, oder? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Fail. Ich laufe jetzt einfach wieder zurück. Ja, nice. Egal, XP gesammelt, ne? So, hier machen wir jetzt mit ein paar Leech Nodes weiter. Und dann werde ich mir auch Hematophagy holen. Wobei, ich glaube, das ist keine gute Idee, weil ich komme noch nicht so leicht an mein Leech Cap. Das heißt, ich werde das erstmal wieder rückgängig machen. Werde erstmal was anderes holen. Endurance Charge vielleicht. Schon mal vorbereiten auf Lab. Macht das Lab einfacher. Und nicht nur, dass es das Lab einfacher macht, die Cruel Lab Note, die ich mir holen werde, die wird dadurch auch um einiges besser, weil die skaliert halt mit Endurance Charges. Man kann diesen Build auch dazu benutzen, um Uberlab zu farmen. Vielleicht ein bisschen wenig Single-Target, aber wenn man nichts anderes hat. Definitiv machbar. So, jetzt geht's wieder um Single Target Damage. So strong, so dedicated. A man like you would never disappoint a lady in need. You're a gift. Lass sie mal ein bisschen weiter ausnähen, schmeißen. Oh, ich kann die Handschuhe anlegen. We are both so touched by your generosity. Okay, Single Target habe ich noch. Mana Leech Probleme. Wenn er Ad spawnt hingegen, passt das. So, hier muss ich jetzt den Zonen ausweichen. Die können mir gut Schaden reindrücken. Holy shit. Das ist doch nicht nur Fist Damage, oder? Das ist irgendwie wieder so ein Hybrid fürs Lightning oder fürs Cold. Aufpassen auf die Zonen, die können halt auch unter ihm spawnen. Was kann das Ding? Fire Cold Dress, Mana Region. Ziemlich viele Resis. Auch keine Sockel, ne?
Hier. Ja, ich denke, ich werde jetzt Cruel Lab machen. Das sollte definitiv machbar sein. Das Level haben wir 49, 6 Level unter der Zone. Schauen wir mal. Naja, das soll es für diese Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht einfach in meine Videobeschreibung rein. Da findet ihr hier einen Amazon-Link. Wenn ihr über diesen Amazon-Link etwas bestellt, wird das meinem Account quasi zugeschrieben und ich kriege dann eine Gewinnbeteiligung. Wenn ihr euch also diesen Link als Lesezeichen zum Beispiel abspeichert, das würde massiv helfen. Und es kostet euch tatsächlich nichts extra, erstaunlicherweise. Vielen Dank für die Unterstützung.